Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Wir sind dabei, den Stadtrat zu überzeugen, die Stadtwache loszuschicken und das Goblin-Plage endgültig auszumerzen, weil wir das Lager der Goblins gefunden haben im letzten Video. Aber der Stadtrat will, dass wir ein paar Gefallen tun, deswegen haben wir drei Aufgaben bekommen. Und das erste ist vom... Wie heißt er? Eichrich oder so ähnlich, diesen Kaufmann, dem sein Sohn, der tut mit einer gewöhnlichen Markt Techtelmechtel haben. Und wir wissen, wo die sich rumtreiben. Und jetzt reden wir mit der Mutter im Süßen, der Mutter der Markt. Hallihallo. Ach, ihr seid es wieder. Womit kann euch Mutter Süßen diesmal helfen? Oh, du klingst so traurig. Kaufmann Eichrich schickt mich. Ich würde mit euch gerne über eure Tochter sprechen. Besser gesagt, über sie und den Sohn des Kaufmanns. Meine Tochter? Aber sie hat doch gar nichts getan. Sie war immer ein gutes Kind. Was will der alte Eichrich von ihr? Stimmt. Ist das sein Sohn und eure Tochter insgeheim ein Paar sind? Ja, das sind sie. Ich habe ihr schon so oft gesagt, sie soll die Finger von dem übermütigen Burschen lassen. Das kann sie nie gut gehen. Sein Vater würde niemals in eine Heirat einwilligen. Warum kommt er eigentlich nicht selbst, wenn er was zu stänkern hat? Er hat euch sicher bezahlt, damit ihr die beiden auseinanderbringt. Bitte, ihr dürft meiner Tochter nichts tun. Sie hat nichts Unrechtes getan. Beruhigt euch. Niemand will euch oder eurer Tochter etwas tun. Ich wollte nur wissen, ob ihr mir sagen könnt, wo sich die beiden neuerdings treffen. Kaufmann Eichrich macht sich nämlich Sorgen, weil er schon länger als sonst nichts von seinem Sohn gehört oder gesehen hat. Niam glaubt, ich wäre dumm und würde nicht mitbekommen, was sie den ganzen Tag so macht. Sie treffen sich jetzt oft am alten Bornsacker, also am Friedhof, innerhalb der Stadtmauern, weil es dort immer sehr ruhig ist und kaum jemand vorbeikommt. Ulfing war schon als kleines Kind von der Gruft seiner Vorfahren fasziniert. Wenn die beiden schon wieder gefunden sind, können sie eigentlich nur dort sein. Okidoki, dann machen wir uns doch mal dahin. War beim Markt vorbei und dann dahinter. Genau, Kaufmann Eichrich, so hieß er, ne? Dreckskerl. Ja, eigentlich will ich sie ja nicht auseinanderbringen, ne? Weiß aber nicht, ob ich das dann, wenn ich dann so entscheiden kann, ob dann das überhaupt möglich ist, noch, dass die mir helfen. Dann müsste ich alleine gegen den Ogre vorziehen und seine Goblin-Horde. Ah, das ist jetzt auch auf. Krypta des Boronsackers. Ah. Man stört doch nicht die Totenruhe. Naja, gut. Ich sehe schon vor mir. Untote. Hm. Ja, da würde ich natürlich auch mit meiner Freundin hingehen. Ist richtig idyllisch hier. Zwischen den ganzen Leichen. Ich nehme die Sache in die Hand. Aber vorher. Na klar. Candidus. Magica perturbatio. Huch, was greift mich hier an? Skelette. Ah, wussten wir es doch. Ja, mal schauen, was die drauf haben. Erstmal normale Angriffe. Okay, es sind ein paar viele. Wir sollten doch anfangen zu pfeffern. Und zwar auf den da, weil er den Magier am Bedrängen ist. Sikarian. Ah, Ignifaxius wird da bestimmt super sein. Komm schon. Bleibt ihr? Und auch ordentliche Energie. Nicht schlecht. Kurz mit der Lanze noch. Gute Entscheidung. Ein bisschen aufpassen. Boah, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Sie haben ihn umgeworfen. Alle mal hergehört. Meine auf den da drauf. Für die Königin. Für Rondra. Na klar. Ja, besser so erstmal. Damit du schon mal Aufmerksamkeit hast. Ja, Aufmerksamkeit hast du. Sehr gut. Vorrat. Einmal den. Ich nehme die Sache in die Hand. Geben wir jetzt noch Klingenwand und das. Meine schon zwei auf dich drauf gehen. Und du rappel dich mal wieder auf. Wie viele Sekunden? Noch eine. Gut, gut. So,
Das Skelett hat eine dicke Waffe. Ja! Gib ihm nochmal einen Ignifaxius, dann soll es das schon fast gewesen sein. 22. Pareo. Okay, Thanes. Einmal auf den drauf. Frage, was machst du überhaupt mit deinem Bogen Schaden auf dem Skelett? Rulana ist auch umgeworfen worden. Toll. Sikaria. Na klar. Ha! Alle mal hergehört. Kriegen wir das gleich nach. Yes. Dich? Gelinge im Schein der Marder. Hey ja. Jetzt gucken wir mal, wie viel Schaden machst du. Machst du überhaupt Schaden? Ja. Patzer, ach du Schande. Immunität. Verwundet Immunität. Gelungen. Ist immun dagegen. Toll. Das heißt, das bringt gar nichts. Hast du irgendeine Nahkampfwaffe? Jetzt hör direkt mal auf, weiter Pfeile zu verhämmern. Wir müssen dir unbedingt mal eine Nahkampfwaffe holen. Was machen wir denn am besten hoch bei dir? Kannst du mit Fechtwaffen umgehen, aber vielleicht nehmen wir mal eine ganz andere Waffe. Vielleicht bringen wir dir zwei Hände oder sowas bei. Du musst ganz dolle draufhauen. Ah, das überlegen wir uns. Ansonsten kriegt er ein Schwert mit Schild. Ah, der hat den Schild des Fendral. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Schwert mit Schild. Okay, wer hat denn hier nochmal ein bisschen Power? Du hast ein bisschen. Ich kann dich aber nicht auswählen, wenn du keine Waffe hast. Das ist ja doof. Das ist ja doof gemacht. Dann müssen wir so machen. So, pfeffer das mal auf den drauf. Und du darfst den. Ja, das ist doof. Damit haben wir ja nur drei Stück, die Schaden machen. Das ist ziemlich doof. Komm, hau dich mal. Alles klar. Ja. Also sollten wir jetzt mal rausgehen und uns eine vernünftige Waffe besorgen. Bevor wir hier unten weiter rumhämmern. Ein rostiges Haumesser. Soll ich schleichen? Nö. Keine Munition. Ich weiß, du hast keinerlei Munition mehr. Da mich das gerade nervt. Zack. Folgt mir. Du brauchst auch nicht mehr die. Wir geben dir die Verstärkten wieder. Und raus hier. Ah, aber wenn ich zwei Hände oder Schwert beibringen will, habe ich jetzt gerade ein anderes Problem. Ne? Alles klar. Ich habe gar nicht genügend Abenteuerpunkte bei Thanes, glaube ich. Müssen wir gleich mal schauen. Jetzt muss ich hier notdürftig mal einfach mal ein Rapier oder sowas geben. Wir haben 196, das wird nicht ausreichen, ne? Ich müsste dann auch noch die Fähigkeit erhöhen.
Also gebe ich dir einfach jetzt eine von Gute den Waffen, die wir gefunden haben. Sehe ich das richtig? Hier so ein Haumesser. Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich. Was haben wir denn hier alternativ noch dabei? Na klar. Ja, ein paar Waffen hätten wir. Ich nehme die Sache in die Hand. Was bist du? Eine Hiebwaffe. Kannst du mit Hiebwaffen umgehen? Du kannst mit Hiebwaffen umgehen. Okay, wir geben dir eine Hiebwaffe. Ich? Alles klar. Hä? Ach, ich mach das schon. So, Schild des Fendral an. Und die da. Ja, ungewohnt. Sieht ungewohnt aus, meine Elf. Okay. Amazone voraus. Aber das heißt, wir können so weiter rennen dann hier. Das ist schon mal ganz gut. Und er hat auch noch ein bisschen Astralenergie. So, jetzt ist die Frage. Hier runter? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier weiter. Moment mal, das ist einfach nur ein Rundgang. Okay, wir müssen da runter. Untote sind mir zuwider. Lasst uns dieses muffige Loch ein für alle Mal ausräuchern. Oh ja. Bei Rhonda, das werden wir tun. Eine Falle? Ja, geh doch mal rein. Also die Fallen sind echt ein Witz, oder? Falle ausgelöst, okay. Können wir die einfach knacken? Na klar. Ich muss jetzt eigentlich den Schlüssel ändern, ne? Die Handschuhe wieder ändern. So, und zwar so. Ah, ja. Supi. Das bin ich. Magica Perturbatio. Brauchen wir hier ein bisschen Licht. Gute Entscheidung. Okay, stopp. Alle mal hergehört. Du solltest die Aufmerksamkeit von allen erregen. Klingenwand, das da. Ich? Kurz warten. So, jetzt aber, oder? Ne, geht immer noch nicht. Doch, jetzt geht's. Amazone voraus. Geht immer noch nicht. Jetzt geht's. Mann, ich mach das schon. Das ist mies. Ich wollte eigentlich, dass du einen Rundumschlag direkt machst. Für Rhondra. Naja, dann geht's halt nicht. Der will doch schon direkt wieder auf ihn drauf. Fällt mir gar nicht. Dann eben ich. Komm, alle auf denselben. 50 Energie. Gelinge im Schein Kandidus. Der Marder. Pfeffert den mal weg. Direkt umgeworfen, dieser Mistsack. Okay, wir sollten die zwei Hände zuerst schalten. Die werfen einen voll schnell um. Okay. Alle zusammen auf den da. Du darfst einmal den. Hm. Magica Perturbatio. Gute Entscheidung. Astus. Okay, alle zusammen auf. Den. Zum Sieg. Sikarian. Ach, die fallen so schnell, da brauche ich niemanden mehr. Die zwei waren ein Problem. Amazone voraus.
Alter Streitkolben. Spielen. Fragment eines Tagebuchs. Sind da vielleicht irgendwelche nützlichen Informationen drin? Teil 4. Tagebuch von Zintan Eichrich. Aha. Das ist doch der Adlige. Der Kaufmann. Dana ist schon wieder am Dumpfschädel erkrankt. Ihr Gesundheitszustand macht mir allmählich Sorgen. War sie schon immer so kränklich? Ich weiß es nicht mehr. Habe ihr Medizin gebracht, aber sie scheint kaum zu wirken. Sie behauptet, sie würde schneller gesund, wenn ich mehr Zeit bei ihr verbringe. Sie ist so sentimental. Was sollte meine Nähe mit ihrer Gesundung zu tun haben? Ja, ist doch klar. Allen meinen Künsten zum Trotz liegt Dana jetzt mit dem blauen Keuche im Krankenbett. Oh, das ist so wie eine Lungenentzündung und die haben ja kein Antibiotikum. Widerwillig, oder Penicillin oder was auch immer man heute kriegt, widerwillig habe ich einen Physikus aus Ferdok herbestellt, der sich um sie kümmern soll. Der Umfang meiner Studien lässt mir kaum noch Zeit, um mich selbst um sie zu kümmern. Der Ring ist mittlerweile in der Lage, ungeheure Mengen astraler Energie in sich aufzunehmen. Boah, den Ring will ich haben. Kriegen wir den? Wenn ich all diese Kraft in einem Heilzauber stecken könnte, wäre das vielleicht dazu imstande, die Krankheit aus ihrem Körper zu verbannen. Aber dazu sind mehr Studien nötig. Mhm. Sie ist vor 2 Tagen gestorben. All mein Wissen, all meine Macht war nicht in der Lage, sie zu heilen. Ich war noch nicht einmal da, als das passierte. Ich war zu sehr damit beschäftigt, meine Variante des Skeletarius zu perfektionieren. Okay, Beschwörungsmagier. Sie ist alleine gestorben. Alleine und verlassen. Verflucht sei meine Seele. Ich hätte bei ihr sein sollen. Ich habe die große Gruft in Talon gekauft, um Dana würdig zu bestatten. Am liebsten würde ich sie bei mir zu Hause behalten, bis ich eine Möglichkeit gefunden habe, sie zurückzuholen. Nur bezweifle ich, dass das hier jemand verstehen würde. Okay, ein Schwarzmagier hat hier sein Unwesen getrieben. Na? Das war aber Tagebuch 4. Vielleicht finden wir auch noch 1 bis 3. Vielleicht gibt es sogar mehr. Also das ist seine Gruft gewesen. Ein Skeletarius hat er da angewandt und hat die da wiederbelebt. Alle mal hergehört. Folgt mir. Ja. Da wird doch sehr wahrscheinlich genau dasselbe wieder passieren. Candidus. Gelinge im Schein der Mana. So, den Falkenaugen brauche ich gar nicht aufklicken. Gute Entscheidung. Ja, passiert genau dasselbe. Ich mach das kurz, schon. Nur du einzeln. Rein da. So, gute Entscheidung. Dahin. Und. Für die Königin. Für Rondra. Ja. Der will uns wieder ans Leder, wie eben auch. Ast. Magica Perturbatio. Gott, Rolana ist nicht umgefallen. Das ist nicht gut. Wir haben direkt eine Verwundung. Das ist auch nicht gut. Direkt 2. Die hauen ganz schön dick rein hier. Bitte den mal. Jetzt wird's ernst. Ja, das bin alle ich. Bitte auf Attacke! Den da. Ich mach das schon. Für die Königin. Für Rondra. Draufpfeffern, draufpfeffern. Gelinge im Schein der Mana. Okay, sollte es nicht das Problem sein. So, alle auf den. Dann eben ich. Hey, Sende! Hip.
Gute Entscheidung. Ich nehme die Sache in die Hand. Okay, das hat schon geklappt. Na, hier war da noch irgendwo eins. Mist. Den Rest lassen wir liegen. Schon geschehen. Fragmente des Tagebuch Teil 3. Aber das ist ja dann vorher passiert. Diese Seiten sind kaum noch zu entziffern. Es scheint fast, als hätte der Schreiber sie im Fieber verfasst. Zwischen all den Tintenflecken und unverständlichen Diagrammen gibt es nur wenige Fragmente, die du entziffern kannst. Hat die Beschäftigung mit dem Ring all meine anderen Studien, wenn er erst einmal seine volle Kraft entfaltet? Dana sagt, ich verbringe zu viel Zeit im Labor. Wahrscheinlich hat sie recht, aber ich bin so kurz vor einem Durchbruch. Kann ich mehr Diener gleichzeitig am Leben erhalten als je zuvor? Neue Entdeckung gemacht. Meridin, lange nicht gesehen, war gestern da und hat mir von Zwergenturm erzählt. Vielleicht finde ich dort geodische Artefakte, die mir helfen können, aber noch nicht jetzt. Also hier haben wir die Gewissheit, es ist ein Zwergenturm, der oben am Berg ist. Aber noch nicht jetzt. Der Abt scheint wieder misstrauisch geworden zu sein. Der Ring. Blaue Keuche hat diesen Winter viele Opfer gefordert. Totengräber kamen ihrer Arbeit nicht nach. War mir ein leichtes, in der Nacht noch mehr frische Körper. Oh. Ja, Leichen sind natürlich gut für sein Handwerk. Alle mal hergehört. Also werden wir wahrscheinlich noch zwei Grüfte jetzt haben, wo wir zwei weitere Tagebucheinträge kriegen. Bis demnächst, euer Chojin.